Herzlich willkommen zum runden Geburtstag der historischen Klingenfahrt. Von 1928 bis 1931 produziert, gab es in verschiedenen Formen und vor allen Dingen auch Farben. Interessanterweise, eine Farbe gab es nie, zumindest im Original nicht. Man kann es sich kaum vorstellen, einen schwarzen Ford A hat es nie gegeben. Die Tbilisi, die gab es in schwarz, den Ford A aber nicht. Ich habe die Uhr nicht im Blick, ihr müsst das selber regeln, wann Start ist. Und dem OB die Deutschlandflagge, keine Starterflagge diesmal. Die darf er dann schwenken. Du weißt, wie das geht? Von oben runter, auf das Auto drauf, genau. Achso, ich muss von 10 runterzählen. Also, 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1 und auf geht's! So, damit geht er auf den Weg. Fit im Steinhaus, unser 1930er Ford A Coupé mit der Stadt. Die 47 startet, das ist die Geschichte relativ genau. Pünktlich um 9.31 Uhr ging das erste Fahrzeug auf die 160 Kilometer lange Rundreise. Fachkundige Informationen der einzelnen Fahrzeuge erfolgte am Start durch Moderator Bernd Hamer. Noch 10. Fünf, vier, drei, zwei, Startzeit 10:42. Nach wenigen Kilometern die erste Sonderaufgabe. Eine Zeitmessung für eine bestimmte Strecke. Die Organisatoren, Jürgen Flender und Udo Pilger, hatten auch in diesem Jahr wieder eine hervorragende malerische Strecke durchs Bergische Land gewählt. Auf der 160 Kilometer langen Rundfahrt ging es über Burscheid, Hückeswagen, Remscheid, Wermelskirchen, Bergisch-Neukirchen und Langenfeld. Vor uns ein VW-Bus T1 aus dem Jahre 1966 mit 40 PS. Hier heißt es für die Teams 85 cm Vorfahren. Für jeden Zentimeter zu viel oder zu wenig gibt es Strafpunkte. 73. Ein Austin MK 3000, Baujahr 1965, immerhin mit 150 PS. Hier sehen Sie einen Volvo Buckel PV 544 aus dem Jahr 1965 mit 120 PS. Hier ein Mercedes-Benz 230S aus dem Jahre 1966. Hier an diesem Punkt musste vom Team der Luftdruck im rechten Vorderreifen geschätzt werden. Ich bin der Weiterfahrer.
Die vorletzte Station der 20. historischen Klingenfahrt war ein Sponsorenstopp in der neuen Ford- und Volvo-Niederlassung Schiefer in Hilden. Bei Temperaturen von über 35 Grad waren jetzt kalte Getränke und Obstsalate bei den Teams recht willkommen. Bei der Einfahrt wurden alle 110 Teams vom Chef persönlich begrüßt. Bei der Einfahrt ein 1965er Ford Mustang mit 225 PS. Ein MGA 1955. Bernd und Marion Greis in einem Triumph TR3. Ein Ford Mustang 390 GT aus dem Jahr 1968 mit 330 PS. Hallo, Ford, da sitzt genau richtig hier. Herzlich willkommen. Bevor es nun zum Ausgangspunkt Solingen zurückgeht, hier noch eine letzte Sonderaufgabe. Das Fahrzeug musste genau mittig eingeparkt werden. Gut. Mit diesen letzten Bildern der Edelkarossen verabschieden wir uns von der 20. historischen Klingenfahrt.